Hi! In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, das ABC auf Banners und zu craften. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei Minecraft, und ich wollte schon die ganze Zeit sagen, wir kommen zurück bei den Simpsons, aber heute geht's ja nicht um die Simpsons, denn wir wollen uns heute ranmachen, das ABC auf Banners umzucraften. Ja, wir haben ja eine neue Option bekommen, und zwar, es gibt ja jetzt den Webstuhl. Wir haben es ja damals, oder ich habe damals ein Tutorial gemacht, wie ich es auf der Werkbank halt gecraftet habe. Wer sich das natürlich gerne angucken möchte, verlinke ich euch unten einmal in der Videobeschreibung. Da habe ich eigentlich jeden Buchstaben erklärt, wie man sich den an sich zusammenbaut. Heute in der Folge möchte ich euch aber nicht jeden einzelnen Buchstaben hier präsentieren, wie man sich den baut. Ich gehe kurz auf die einfachsten Buchstaben hier natürlich ein. Aber an sich möchte ich dir heute gerne zeigen, halt wie man sich die schwersten Buchstaben im Alphabet sich craftet. Hier braucht man natürlich ein paar Griffe mehr, um sie dann am Ende zu erhalten. Von daher gehe ich dann ein. Und du siehst schon diese Buchstaben hier vor uns, ne? Die habe ich mir extra hier aus dem Alphabet schon rausgepickt. So, dann haben wir jetzt alles eigentlich hier besprochen. Das heißt einfach nur, wir holen uns ein bisschen natürlich Material raus, um uns das alles zu craften. Ja, dann fangen wir erstmal, würde ich mal sagen, mit dem Grundprinzip an. Ich gehe jetzt erstmal in den Webstuhl rein und erkläre euch das Ganze einfach mal hier. Wir haben zum einen mal hier Symbole auf der einen Seite und auf der anderen Seite hier unser Inventar vom Webstuhl, ne, was wir da reinpacken können. Zum einen können wir natürlich hier einmal unser Banner reinpacken und das können wir dann bemalen. So, ich habe ein weißes Banner und die Schrift soll natürlich schwarz sein. So, jetzt mache ich jetzt einfach mal das Einfachste vom Einfachen. Und zwar möchte ich mir jetzt gerne ein A machen. Aber man kann ja immer mehr machen als ich sag mal hier nur ein A. Ne? Ich setze mir jetzt hier einfach zwei Balken an den Seiten hin und könnte jetzt aus dem A ein H machen. Ne? Zack, und dann habe ich das H fertig. Sage ich, ich will kein H haben, dann mache ich mir halt oben noch einen weiteren Balken. Ups, warte, oben noch einen Balken hin. So, jetzt habe ich natürlich das A. Und wenn man nicht das A haben will, dann könnte ich auch sagen, ich möchte das B haben. Du siehst, man kann aus einem Buchstaben viele andere Buchstaben sich craften. Der Weg immer zu jedem Buchstaben ist sehr identisch. Von daher könnte man jetzt natürlich sagen, jetzt haben wir das B fertig. Am Ende kommt dann noch ein Rahmen rum. Am Ende jedes Buchstaben setzt man immer noch einen Rahmen rum, damit das Ganze mal besser aussieht. Du siehst das Ganze hier schon vor mir. So, jetzt habe ich natürlich hier so etwas Einfaches erklärt, ne? Das ABC, das sollte ganz einfach gehen. Ne, wie gesagt, allein hier auch Hinbauspiel, ne? Also guck mal, du könntest an sich aus einem C ein E machen oder halt auch aus diesen beiden Buchstaben dann auch ein F machen. So, also die normalen Buchstaben sitzen jetzt bei uns. Jetzt wollen wir natürlich noch hier ein bisschen was Schwieriges machen. So, ich fange jetzt erstmal mit dem D an. Das D funktioniert nicht komplett allein im Webstuhl. Wir können aber den Webstuhl für das D nutzen. Und zwar, wir machen uns erstmal ein umgedrehtes C. Was heißt denn hier umgedreht? Naja, das C guckt an sich einfach in die andere Richtung. So, dann haben wir schon mal hier ein umgedrehtes C. Das entnehmen wir jetzt hier aus dem Webstuhl und gehen dann einmal an die Werkbank ran. Die Werkbank ist nicht komplett verschwunden aus unserem Alphabet. Die müssen wir immer noch nutzen, und zwar wirklich nur für das eine D, wenn man sich das, basteln möchte. Von daher müssen wir da immer noch zurückgreifen. Ich hoffe, im späteren Verlauf von Minecraft, dass dann irgendein Update kommt, dass die Ranken so machen, dass man die mit im Webstuhl benutzen kann. So, jedenfalls, man braucht eine Ranke, dann die Farbe, wie das Banner ist, und dann kannst du so dir das hier entnehmen und dann haben wir hier dieses Muster erstmal fürs D. Man erkennt auch kein D, aber wenn wir wieder an den Webstuhl gehen, packen wir natürlich hier unser Krakel-Ding hier einmal rein. Dann natürlich die Farbe, wie unser Buchstabe denn sein soll. Dann setzen wir einfach hinten an der Leiste hier einen Strich ran. Und wenn wir das dann soweit haben, ist der Buchstabe schon wieder fast fertig. Und zwar, wenn man den Buchstaben immer abschließen will, macht man am Ende einen Rahmen rum. Sieht das Ganze ordentlich aus und dann haben wir schon mal unser D. So, jetzt haben wir schon mal den ersten Buchstaben geklärt. Jetzt kommen wir weiter, und zwar das G und J. Die Buchstaben kann man sich ganz einfach hier im Webstuhl craften. Wir gehen da jetzt einfach erstmal, würde ich mal sagen, an das G ran. Da machen wir uns einfach erstmal ein umgedrehtes L. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, wenn ich hier ein bisschen schnibbel immer zu, aber ich denke mal, das ist ja der Aufbau von diesen Buchstaben ist ja eigentlich sehr einfach. Ja, jedenfalls, wenn wir denn ein umgedrehtes L haben, um unser G zu erhalten, nehmen wir dann einfach die Farbe, was unser Banner ist. Und dann, würde ich mal sagen, radieren wir oben ein bisschen was weg. Am besten so die Hälfte vom Banner radieren wir dann so weg. Wenn wir das haben, können wir jetzt den Buchstaben zu Ende machen. Und zwar, ich setze jetzt hier einfach auf die linke Seite eine Leiste ran. Und ganz oben setze ich mir dann nochmal eine Leiste ran. Und schon fertig ist das G. Um abzuschließen, machen wir immer dann am Ende noch einen Rahmen rum. So, wunderbar. Und schon haben wir unser G erhalten. Weiter geht's jetzt mit dem J. Das hat eigentlich fast so einen identischen Hinbauweg, nur dass wir jetzt erstmal ein ganz normales L uns craften. Also wirklich so ein ganz normales L machen wir uns fürs J.
dann radieren wir wieder etwas weg. Und zwar, dann würde ich mal sagen, wieder die Hälfte des Banners. Radieren wir oben weg. Dann tauschen wir natürlich wieder die Farbe aus. In die Farbe, wo dann natürlich dann auch am Ende unser Buchstabe zu erkennen ist. Und dann setze ich auf der anderen Seite einfach einen Strich ran und schon fertig ist das J. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, am Ende immer noch einen Rahmen rumzumachen. Zack, fertig ist es. Jetzt geht's weiter mit dem M und W. Der Aufbau ist komplett gleich, nur man muss das Ganze dann immer spiegeln, wenn man halt, sage ich mal, das W erhalten möchte oder das M erhalten möchte. Man kann sich ganz einfach merken, wie man sich das M und W bastelt. Erstmal müssen wir ein Herz machen. Das heißt, wir setzen oben ein Dreieck, also ein umgedrehtes Dreieck hin. Das wollen wir zu einem Herz formen. Das heißt, wir nehmen jetzt die Farbe von unserem Banner. Zack, und dann setze ich hier diese kleinen Pünktchen oben einfach mal hier dann so hin und dann erhalte ich hier so ein kleines Herzchen. So, aus diesen Herzchen können wir jetzt ein M uns basteln. Das heißt, dann einfach, da setzen wir an den Seiten da zwei große Balken einfach mal ran. Zack, und fertig haben wir unser M. Ne? Am Ende dann, wenn man das halt ordentlich machen möchte, muss man dann immer noch einen Rahmen rumsetzen. Zack, da haben wir unser M. So, noch einmal für alle, die das W sich aber craften wollen, da machen wir einfach ein umgedrehtes Herz. Erstmal wieder ein normales Dreieck unten hin. Dann wiederholen wir uns ein paar weiße Pünktchen unten. So haben wir dann das umgedrehte Herz erhalten. Zack, und dann müssen wir am Ende nur noch wieder die Balken an den Seiten uns platzieren. Und fertig haben wir dann auch unser W. Natürlich darf man nicht vergessen, auch beim W muss man dann am Ende noch einen Rahmen rumsetzen, damit das Ganze noch ordentlich aussieht. So, und fertig ist auch unser W. Kommen wir jetzt einmal zu unserem Y. Das Y geht eigentlich relativ schnell. Erstmal setzen wir uns einfach mal so einen Strich hin. Jetzt kannst du noch entscheiden, in welche Richtung soll dein Y gucken. Diesen einen Strich, den wir jetzt so schräg gesetzt haben, wollen wir wieder wegradieren. Zack, einfach so über unser halbes Banner radieren wir das Ganze einfach mal weg. Zack, und wenn wir das wegradiert haben, setzen wir denn da, wo wir es wegradiert haben, nochmal so einen schrägen Strich zur anderen Seite hin. Fertig ist das Y. Voilà, da ist das Y. Weiter geht's bei uns mit dem P und R. P und R sind zwei Buchstaben, die ich sehr gerne crafte, weil der Hinbauweg ist an sich identisch. Nur am Ende setzt man eine Linie anders. Wir beginnen erstmal auf der rechten Seite mit einem Balken. Dann können wir ganz oben auch noch einen Balken einfach mal raufsetzen und schon geht's ran an wieder etwas wegradieren. Und zwar radieren wir jetzt die untere Hälfte einfach mal komplett weg. Wenn wir das wegradiert haben, können wir jetzt einmal auf der linken Seite einen... Jetzt habe ich die Farbe gar nicht ausgewechselt. So, wir müssen natürlich die Farbe auswechseln in dem, wo wir dann auch unsere Buchstaben halten wollen. Also, wir machen dann auf der linken Seite dann noch einen Balken hin. Und jetzt kannst du entscheiden, was es sein soll. Du kannst einmal einen mittleren Streifen hier setzen und schon hast du das P. Möchtest du aber das R erhalten, setzt du einfach so einen schrägen Strich zur Seite weg. Von daher, du kannst jetzt entscheiden, was willst du da machen. Aufbau komplett gleich, nur am Ende setzt du halt einen Strich anders. So müssen wir natürlich hier bestätigen. Voila, zack, und dann haben wir das R. Und am Ende müssen wir dann natürlich noch einen Rahmen rumsetzen. So erhältst du dann das R oder das P. Kommt halt immer drauf an, wie du den letzten Strich dann einfach die noch setzt. Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen tricky Sache. Und zwar wollen wir das O und das Q uns craften. Wir beginnen erstmal mit dem O. Bei unserem O setzen wir erstmal auf der oberen Seite wie unteren Seite einfach mal einen schwarzen Balken hin. Wenn wir das soweit haben, können wir jetzt einfach mal so eine Raute uns setzen. Einfach eine weiße Raute in die Mitte einfach mal rein. Wenn wir das haben, wechseln wir einmal wieder die Farbe und setzen dann mit der Farbe, wo dann auch unser Buchstabe zu sehen sein soll, einfach an den Seiten zwei schwarze Balken hin. Und schon haben wir halt diesen Kullerkreis in der Mitte, so wie dann halt das O aussieht. Am Ende setzen wir immer dann noch einen weißen Rahmen rum. Und fertig ist das O. Jetzt wollen wir natürlich noch uns das Q craften. Das Q muss man aber etwas anders craften. Man nimmt jetzt einfach mal schon das Banner in der Farbe, in der denn auch dein Buchstabe sein soll. Mein Buchstabe soll schwarz sein, von daher ist auch mein Banner schwarz. Ich beginne dann erstmal mit weißer Farbe. Das soll dann der Hintergrund sein von meinen Buchstaben, dass ich mir erstmal eine weiße Raute setze. Wenn wir die Raute haben, geht es weiter, dass ich mir denn die Farbe nochmal wechsle. Und zwar soll es jetzt die Farbe sein, wo auch unser Buchstabe denn zu sehen sein soll. Und setze mir an den Seiten einfach mal zwei schwarze Balken hin. Wenn wir an den Seiten denn zwei schwarze Balken uns platziert haben, setze ich mir noch ein kleines Viereck einfach unten in die rechte Ecke hin. Damit kennzeichnen wir dann unser Q. Wenn du das jetzt natürlich nicht hinsetzt, dann würdest du ganz einfach das O erhalten. Zack, so setze ich mir natürlich dann so an sich das Q hin. Und dann kann ich dann so ganz einfach am Ende mir noch einen Rahmen rumsetzen. Zack, und fertig ist das Q. Und so erhalten wir dann auch ganz einfach das Q. Die restlichen Buchstaben sind eigentlich relativ selbsterklärend, wenn man sich die halt anguckt. Wir haben jetzt die schwersten durch. Und wenn natürlich noch Fragen sind, dann stellt sie mir einfach, wenn ihr noch irgendwas habt bei Banners, was man sich darauf craften kann. Ansonsten bleibt hier immer noch das alte Tutorial mit der Werkbank. Da habe ich so einen Schnelldurchlauf halt einfach mal gemacht, wie man jeden Buchstaben sich in der Werkbank craftet. An sich wäre es halt dann das gleiche Prinzip wie im Webstuhl.
Ja, dann stelle ich mich hier natürlich vorne noch einmal Safety hin. Ich wünsche dir viel Spaß jetzt beim ABC-Craften. Jetzt kannst du dir die Schriften basteln, die du möchtest, die du brauchst. Und ansonsten sage ich nur eins zu dir, hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.